Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eines neuen PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, natürlich beginnen wir heute mit der ersten Folge hier mit Häckseln. Ich denke mal, wir werden wohl das ganze Wochenende mit Häckseln beschäftigt sein. Also es ist ja nun so, dass das Feld nicht bloß 3 Quadratmeter sind, es ist ein bisschen größer. Und so wie es aussieht, hätten wir wahrscheinlich doch Big M nehmen sollen. Ich bin der Meinung, an New Holland ist zwar hinten an den Kupplung dran, da können wir unsere Hänger nicht anhängen. Jetzt hätten wir den Häcksler immer selber fahren lassen können und wir haben das abgefahren und den Hänger getauscht. Wir müssen natürlich erstmal nebenher fahren, bis der Hänger voll ist. Aber wie man sieht, unser Silio ist auch schon gut gefüllt. Ich denke mal, das ganze Feld werden wir gar nicht häckseln. Man kriegt da jetzt hier diese eine Reihe mit. Natürlich nicht. Jetzt eh hier ein bisschen dahinter fahren. Ja, komm. So passen wir schon hier durch. Ja, wie gesagt, nachdem wir hier fertig sind mit Häckseln, müssen wir natürlich das Feld pflügen. Wie weit ist unser Flug überhaupt? So wie es aussieht, ist er durch. Er hat natürlich unten die Vorgewände noch nicht, aber er ist erst bei 95%. Also müssen wir unten noch die Vorgewände machen. Ich denke mal, einen Hänger machen wir ja voll, dann gucken wir mal hinter den Flug, setzen den mal um vorne das Vorgewände. Kann er dort noch ein bisschen fahren. Wenn er dann damit fertig ist, kann er natürlich hier runterkommen und hier schon anfangen zu flügen. Und ich glaube, er fährt schneller wie 10 km/h. Er hat nur 6 Meter Arbeitszeit, aber na gut, der wird uns trotzdem einholen dann. Weil wir müssen ja zwischendurch immer wegfahren, Hänger leer machen. Dann schafft man es noch bis zur Wende, ne, sieht nicht so aus. Ja, die Holland hat zwar eine Kupplung hinten dran, aber ich glaube, da kriegt man bloß Hänger mit Zug mal dran, also Drehschemel oder irgend sowas, aber den Drehschemel dann hier rückwärts reinlangschieren, das wird schwierig. Also 692 oder wird ja noch mehr, 700 und, denke ich mal. Ja, 720 knapp, 722 sind jetzt schon drin. Und wenn wir noch 300.000, dann ist das schon relativ, da kann man schlecht schätzen. Aber 1,5 Millionen gehen ja nicht rein. Wie gesagt, wenn nicht, wird der Rest getroschen, der restliche Mais.
Auf jeden Fall machen wir das Haarsilo voll und das kleine versuchen wir nochmal, ob das nun mittlerweile repariert ist, weil es gab ja mal für die Karte ein Update, das eigentlich behoben sein sollte. Ausprobiert haben wir es seitdem noch nicht. Überlegen, was wir noch fürs Konto tun können. Und aktuell haben wir 405.000 im Konto. Den Kredit kriegen wir doch, glaube ich, keinen mehr. Ach doch, wir könnten Geld leihen. Gut, wie viel sehe ich jetzt an der Stelle natürlich nicht. Haben natürlich noch 2,1 Millionen Schulden. Heute sind wir momentan noch in schwarzen Zahlen. Freitag war es rot. Ich denke mal, dass wir unseren Raps auch relativ gut verkaufen können. Da müsste ein Erntereif werden, wenn wir Feld 5 kaufen müssen. Das werden natürlich keine Missionen kommen für Feld 5. Also wir wollten zu unseren Dings gucken. Feld 5 Unkraut bekämpfen. Das müssen wir auf alle Fälle machen. Gut, dann müssen wir zwingend erstmal jetzt unsere Flugmission beenden. Also den Hänger machen wir aber noch voll. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Wir werden nachher auch den Radlader noch mit hernehmen, dass wir das schön ordentlich gefüllt kriegen im Silo. Und natürlich hier hinten auf das Feld noch einen schönen großen Schalten. Fahren hier noch, dann können wir ja mal gucken. Weil aus diesem Pack ist ja sowas hier. Ja, 500.000, 495. Achso, ich habe nicht genug Geld, okay. Naja, ist riesig, den können wir auch schön hier hinstellen, den Hühnerstall. Ich vermute mal, der Häcksler wird jetzt hier nicht ordentlich wenden, ne? Aber ich denke mal vorher voll vor der Wende. Aufpassen wir ja nicht festbacken oder an der Wand. Ich denke mal, wir werden auch als nächstes mal hier noch kurz aufschieben. Mal sehen, wie weit er noch fährt. Okay. Nehmen wir mal einen Helfer raus, wenden den mal von Hand.
Quadrat wieder kaputt gefahren. So, jetzt gucken wir erstmal nach dem Flug. Wo ist er? Da ist er. Er steht jetzt. Ja, er steht oben am Feld. Warte anmachen, genau. Also ist unten noch ein bisschen über. Und dann kommt sofort zu unser Striegel wieder zum Einsatz, wenn wir das ja abgeschlossen haben. Einmal hat er hier sich ordentlich gewendet. Flug senken. Weiß nicht, was ihn da gestört hat. Da ist ja ein dichter Huckel drin. So, wie viel Prozent kommen wir jetzt schon? Auf 97 immer noch. Dann lassen wir ihn einfach nochmal hier unten fahren. Weil ich glaube nicht, dass wir hier die Ecke den letzten Quadratmeter hier mit lügen müssen. Dann lassen wir einfach nochmal hier unten rüberfahren alleine. Dann kann er nochmal eine Bahn zurückfahren. Dann sollte das eigentlich auch erledigt sein. Na, komm mal rum. Natürlich nicht. So, die Lohndienstleistung von Feld 12 ist abgeschlossen. Da machen wir den Hänger voll, dann werden wir den Trecker zurückholen und unser Striegel runter auf Feld 5 schicken. Eigentlich könnte man das ja auch von hier aus gleich erstmal abschließen. Holen wir uns erstmal die 10.000 und dann tun wir natürlich auf Feld 5 Unkraut bekämpfen. Machen es natürlich mit unserem Striegel. Helfer A. Achso, das wird der Flug gewesen sein. Da wir das ja jetzt abgeschlossen haben. Na gut, das ist jetzt hier so die dritte lange Bahn, die wir fahren. Wir müssen schon noch ein paar Bahnen fahren. Also Silo wird definitiv voll werden. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Also müssen wir mal einen halben Hänger fortschaffen.
Dann dürften wir ja immer so hier in der Mitte irgendwo mit abfahren dann. Dann müssen wir nicht so weit fahren. Wo eigentlich da nicht ein ganzer Bahnreihen passt, ein Hänger, dann müsste sich ja trotzdem der Abfahrpunkt immer verschieben. Den stellen wir erstmal hier an die Seite. Oder nehmen wir fahren runter. Da kann schon mal der Wechsler derzeit wenden. Dann werden wir auch erstmal ein bisschen aufschieben müssen noch. Ich bin mal gespannt, ob wir das am Wochenende schaffen hier, das Maishäckseln mit den 4 Folgen, die wir haben. So, da kann der schon mal wenden. Den hier fahren wir zurück. Den werden wir reparieren, wärmern, ja klar. Wir könnten natürlich mal im Menü gucken, ob wir sowas Menü reparieren können. Ich glaube, da sind wir auch schneller. Wir fahren auf unsere Werkstatt hin. Mal kurz den Flug abhängen. Trecker müsste jetzt noch drin stehen. Hängen wir wieder an. Den lassen wir hier vorne stehen. Jetzt haben wir, wenn wir noch 3-4 Bahnen gehäckselt haben, können wir den dann bestimmt auch losschicken. Den hier brauchen wir jetzt. Sobald hier Wachstum ist, müssen wir hier auch düngen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wahrscheinlich Unkraut wächst auch ohne Wachstum, ne? Den können wir einfach hier ansetzen. Und unten uns. Theoretisch genug Platz vor Gewände werden wir da keins brauchen. Wir müssten eigentlich so zurechtkommen. Aber ich würde sagen, starten tun wir den heute in der zweiten Folge. Denn das soll es erstmal für die erste Folge heute gewesen sein. Wie gesagt, heute 16 Uhr geht es weiter. Also vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin und tschüss.